Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von ArcAge. Schön, dass ihr wieder mit dabei seid. Ja, in der letzten Folge haben wir uns ja weiter um die Reinigung des Waldes gekümmert. Wir haben das Hauptquartier der Blauen Zypresse erreicht und haben dort einige Aufgaben von den lieben Naranja erhalten. Und wir haben herausgefunden, dass dieser Schrottplatzverwalter wohl seinen Schrottplatz in Richtung Wald erweitern möchte und die deswegen, ja, man kann schon fast sagen, mit Schlangen terrorisiert, die armen Naranja von der Blauen Zypresse. Und ja, wir helfen denen jetzt halt hier, das Gebiet wieder ein wenig weiter zu reinigen. Da sind wir nämlich in der letzten Folge noch nicht fertig geworden hier mit der Quest, denn ich hatte ja gelesen, hier, Uhrwerk-Rebellion startet. Und in Wirklichkeit, es stand zwar wirklich Uhrwerk-Rebellion da, aber die war gerade beendet worden. Also von daher, ich habe mich da komplett verlesen, bin schnell hingerannt, damit wir endlich mal unsere Schlachtzugsquest machen können. Benutze dein Buch der Teleportation und Jenseitssteine, um zu bereits besuchten Orten zurückzukehren. Ja, da weiß ich Bescheid. Okay. Ja, und ich wollte eigentlich endlich mal diese Schlachtzugsquest machen, Uhrwerk-Rebellion. Hatte mich schon gefreut, dass das Event startet. Dabei stand da zwar Uhrwerk-Rebellion, aber dass das gerade beendet wurde und ich hatte gelesen, dass es startet. Ja, wenn ihr die letzte Folge nicht gesehen habt, ist das wahrscheinlich jetzt etwas verwirrend, aber ihr könnt ja mal reinschauen. Dann bin ich da hingelaufen, habe gewartet. War mir schon total unangenehm, weil das so lange gedauert hat. Aber da hätte ich ja warten können, bis ich schwarz werde. Ja, richtig lesen das nächste Mal. Und deswegen haben wir jetzt immer noch hier die Schlachtzugsquest. Uhrwerk-Rebellion, besiege 20 weggeworfene Maschinen auf dem Schrottplatz. Kann ich nur hoffen, dass das irgendwann mal vorangeht. Aber wie gesagt, diese Quest habe ich sogar noch mit meinem Hauptcharakter offen, weil es eben zeitlich nie so geklappt hat. Da kann man ja nicht einfach mal so hingehen und mitmachen. Das ist nur zu bestimmten Zeitpunkten. Da muss man dann schnell da sein und in einen Schlachtzug eingeladen werden. Okay. Hier sollten wir so besondere Tinktur in den See schütten, damit er wieder etwas sauberer ist. Und dann sollten wir uns hier drüben bei Blaue Zypresse Miley, genau heißt er, melden. So. Es tut mir jetzt auf jeden Fall voll leid, dass wir jetzt wieder nicht die Uhrwerk-Rebellion machen konnten und ich das auch noch so groß angekündigt habe. Ah. Vielleicht in einer der nächsten Folgen. Also ich hoffe wirklich, dass wir das noch schaffen, solange wir hier im Tigergratgebirge sind. Hallo? Hast du das gesehen? Die Goldbeere funktioniert. Da freut er sich, total niedlich. Unser anderes Problem sind all die kränklichen Schützenfische. Alles, was ihr System durchläuft, ist kontaminiert. Es ist ein Teufelskreis, der sich immer weiter verschlimmert. Wir müssen einige von ihnen keulen, um den See wieder unter Kontrolle zu bringen. Oh je. Wenn du mit dem Schützenfisch Erfolg hast, lass Blaue Zypresse Upayama bitte wissen, wie es um den See steht. Okay. Wo ist denn mein... Ah, da ist mein Salem. Okay. Und da drüben leuchtet noch was im See. Da möchte ich natürlich auch mal hinschwimmen. Erstmal müssen wir uns hier um die Schützenfische kümmern. Oh, nur drei Stück. Na, das ist ja schnell erledigt. Bin ja mal gespannt, was das da unten ist. Tauchen wir mal runter. Das Wasser sieht aber immer noch ziemlich komisch aus. Verdächtige Schatzkiste. Würde ich auch ganz gerne benutzen, aber ich bin wohl noch nicht nah dran. Das ist kein Felsen. Sieht aus wie eine narayanische Lagertruhe. Okay, die habe ich jetzt aufgenommen. Bin ich mal gespannt, was sich da drin befindet. Jetzt haben wir da drüben auch ein Fragezeichen. Oh, die habe ich ganz vergessen hier zu plündern. Wieder jede Menge neue Rüstung, die ich analysieren muss. Ich denke, das werde ich dann aber mal in Ruhe ohne euch machen. Das habt ihr ja schon oft gesehen, wie das funktioniert. Nichts Besonderes. So, und das haben wir jetzt alles. Na? Jetzt hänge ich hier an Salem fest, sowas. Dabei ist der gar nicht so groß. Ach, hat der mich jetzt erschreckt hier.
Dich brauchen wir doch gar nicht mehr, Kollege. Gut, wir könnten die Quest jetzt noch auf übererfüllt machen. Hier oben haben wir jetzt extra Fortschritt schon. Aber ich denke, das muss nicht unbedingt sein, da wir ohnehin schon von der Stufe ziemlich hoch sind. Oh, das habe ich dorthin getan. Mein Volk hat den Brauch, den Geistern des Sees Gegenstände aus Gold zu opfern. Du weißt ja, wie das mit den Traditionen so ist. Ah, da geht's um die Kiste, die wir da geborgen haben. Und jetzt, wo du es weggenommen hast, sind die Geister sicher sauer auf dich. Leg es lieber wieder zurück, okay? Ja, ich weiß, ganz schön schwer. Stell dich dorthin und schieb die Kiste. Ein sehr süßes kleines Video. Aber ich muss schon sagen, das ist wirklich eine sehr, sehr schöne Kiste gewesen. Ich frage mich nur, wie wir die hier hochbekommen haben. Wir hatten ja eben voll die Probleme, die wieder runterzuschieben. Okay, hat er noch was zu sagen, der Kleine? Der Zustand des Sees verschlimmert sich immer weiter. Schau ihn dir nur an. Wir haben schon alles versucht. Aber wir haben ja jetzt die Tinktur hier reingeschüttet und das wird bestimmt helfen. Da bin ich mir sicher. Das ist immer noch hier die Urwerk-Rebellion. Und hier muss ich gerade mal schauen. Ah, das ist kränklicher Schwarm. Das ist die Quest mit den Schützenfischen. Oh, jetzt kläfft da draußen ein Nachbarhund. Ich glaub's ja nicht. Fürchterlich. Wir haben ja auch zwei Hunde. Zwei Collie-Mädels. Aber die sind eher von der schweigsamen Sorte. So. Gedächtnisband, blaue Zypresse. Ach, ich soll hier das wirklich machen. Kehre mit der Rückruffertigkeit oder einem Portal aus deinem Buch der Teleportation zu dem Gedächtnisband in den Wasserdunstwald zurück, okay? Gut, dass ich das noch gelesen habe. Dann kann ich euch ja mal zeigen, wie das geht mit den Portalen, weil ich glaube, das haben wir noch nie gemacht, also gemeinsam. Hier, dann werde ich hier mal ein Portal erstellen. Das ist diese Quest, die vorhin hier aufgeploppt ist. Also ich habe das gar nicht als Quest gesehen, sondern einfach nur als kleine Erinnerung, dass man das machen kann mit dem Teleportieren. Aber es scheint wirklich eine richtige Quest zu sein. Da vorne wäre es schon gewesen, unser Lager. Aber so habt ihr das auch mal gesehen. Ich finde das ziemlich cool mit den Portalen. Die sehen schick aus und... Okay, Mist. Jetzt bin ich ja in Ambossstadt. Da hatte ich meinen Ruhestein nicht umgelegt. Okay, dann machen wir das gleich nochmal. Ich dachte, das hier wäre dieses blaue Zypresse-Hauptlager, aber da unten ist das. Alles klar, verklickt. Dann seht ihr es sogar gleich zweimal. Ja, heute bin ich nicht so aufmerksam. Hab mich ja die letzte Folge schon verlesen bei der Urwerk-Rebellion. Und jetzt hier bei der Teleportation auch. Schlimm, schlimm. Jetzt lege ich hier aber mal mein Gedächtnisband hin. Na, hallo. Das müsste ein wenig helfen. Ich würde davon abraten, diese Fische zu braten und zu essen. Würde ich eh nicht machen. Du warst mir eine große Hilfe. Würdest du gern weiterhin für die Gesellschaft der Blauen Zypresse arbeiten? Ja, sehr gerne. Deine Hilfe hier ist Beweis genug, dass du würdig bist, dich der Blauen Zypresse anzuschließen. Wenn du die Verantwortung übernehmen willst, solltest du Weidenhüterin Surian bei der Jatta-Weide aufsuchen. Okay. Die Blaue Zypresse ist eine Gruppe, die den Naranja unterstützt und versucht, das Tigergratgebirge zu schützen. Es kommt selten vor, dass jemand wie du sich dafür interessiert. Danke, das sollte uns helfen, das Ökosystem wieder ins Gleichgewicht zu bringen. Ich kann den guten Willen des Waldes schon spüren, du nicht?
Um den Rest kümmert sich die blaue Zypresse. Wir sind dir sehr dankbar. Gern geschehen. So, mal schauen. Hoch. Die Priesterin von Nui hat nochmal eine Daily. Bei der haben wir ja vorhin, beziehungsweise für euch letzte Folge, ja schon eine Quest abgegeben. Deswegen wundert mich das. Okay, das ist was Neues. Eine neue Daily wohl. Jenseitsenergie. Du kannst mit einem Jenseitsstein immer an den bereits von dir besuchten Ort zurückkehren. Neue Orte werden automatisch in deinem Buch der Teleportation aufgezeichnet, wenn du einen neuen Gedächtnisband zum ersten Mal erreichst. Du kannst auch einige Orte wie die Feuerstelle in deinem Haus in deinem Buch der Teleportation vermerken. Dazu brauchst du nur Merktinte. Dann kannst du jederzeit mit einem Jenseitsstein dorthin zurückreisen. Könntest du mir etwas Merktinte bringen? Ein Krämer sollte welche haben. Es gibt so viele neue Abenteurer, die Bücher der Teleportation brauchen, dass ich gar nicht hinterherkomme. Okay. Merktinte besorgen. Habe ich zufällig welche im Inventar? Sieht nicht so aus. Gibt es hier denn einen Krämer? Oder müsste ich dann nach Ambossstadt zurück oder in die Hauptstadt? Hier ist ein reisender Händler. Der hat aber auch Merktinte, wunderbar. Können wir die Quest direkt wieder abgeben? Evane, deine großzügige Spende wird nicht vergessen werden. Okay, vielen Dank. Da habe ich einen Gilda-Stern bekommen. Da kann man sich ja ganz tolle Sachen von kaufen auf der Insel Mirage. Unter anderem mein Kampfbegleiter Salem ist ja auch von der Insel Mirage. Da wurde ich jetzt schon ganz oft gefragt, wo ich den her habe. Hat mich sehr gefreut. Ich hoffe, ich konnte euch da weiterhelfen. So, sprecht mit Weidenhüterin Surian. Reite ich da richtig ein bisschen weiter hier rüber. Dann sind wir nämlich hier schon fertig in dem Gebiet. Dann geht es hier in Richtung Tigerauge. Okay. So viel ist das hier auch gar nicht mehr im Tigergratgebirge. Da kommen wir schon bald wieder ins nächste Questgebiet. Das dürfte Mahadevi sein. Oh, und Miss Mümmel hat ein Level geschafft. Sehr schön. Muss nur mal gucken, hier sind ja teilweise noch so Quests, die ein bisschen am Rand versteckt sind. Aber hier scheinen keine zu sein. Ich glaube, vor der Hauptstadt ist noch eine. Aber jetzt gehen wir hier erstmal zur Jatterweide. Ja, das liebe ich ja auch total. Da hatte ich euch ja in einer der letzten Folgen, in der Special-Folge von den Events, auch meine Penelope vorgestellt, mein Jatter mit meinem Hauptcharakter. Hallo. Oh, die sind so niedlich. Willkommen. Du hast dich der blauen Zypresse angeschlossen. Das ist ja großartig. Ja, finde ich auch. Wir könnten deine Hilfe hier auf der Weide gut gebrauchen. Die Jattas trinken weiter aus dem verschmutzten See und werden unruhig. Wir müssen sie mit etwas beruhigendem Gras füttern. Okay. Es wächst hier in der Gegend und wird ihre Mägen beruhigen. Kannst du etwas sammeln? Wenn sich die Jattas etwas beruhigt haben, werden sie viel einfacher zu handhaben sein. Okay. Ein paar Jattas, die dem verschmutzten Wasser ausgesetzt waren, sind sehr aggressiv geworden. Wir bekommen sie nicht mehr unter Kontrolle. Am Ende haben wir sie aus den Gehegen gejagt, damit sie die anderen nicht mehr angreifen. Das hört sich nicht gut an. Die aggressiven Jattas waren anfangs ganz friedlich. Es muss am Wasser liegen. Sie sind zu solch einer Bedrohung für Leute wie auch Jattas geworden. Ich befürchte, die einzige Lösung ist, sie zu erlegen. Ah, das ist keine schöne Quest. Gefällt mir nicht. Die aggressiven Jattas sind ja da drüben, also draußen. Kümmern wir uns erstmal hier um diese Jattas. Dreimal Gras soll ich hier sammeln.
Da vorne seht ihr schon die Mauern von der Hauptstadt hier. Da werden wir ja auch noch hingeschickt von unserer Hauptquestreihe aus. Aber ich denke, das werden wir dann in der nächsten Folge erst machen. So, dann kümmern wir uns hier mal um die armen Yattas. Huch, die sehen auch ganz anders aus als die anderen Yattas. Ja, alles wegen diesem blöden Schrottplatz da. Dass die Haranya das auch nicht merken, dass sie hier die ganze Welt kaputt machen, hier mit ihrer Technik, beziehungsweise den Abfällen, die daraus entstehen. Nicht schön. Wir Vieran sind ja eher so die Naturverbundenen. Also nicht, dass ich was gegen die Harani habe als Volk, überhaupt nicht. Aber einige von ihnen sind da doch sehr rücksichtslos, wenn es um ihre Technik geht. Natürlich nicht alle. Gibt auch sehr viele nette Harani. Aber dieser Schrottplatzbesitzer gehört leider nicht dazu, der hier überall seinen Müll hinschüttet und gegen die blaue Zypresse vorgeht. Mit ganz unlauteren Methoden. Bin ich froh, dass die Quest vorbei ist. Die mache ich wirklich nicht gerne. Können wir die Quests hier noch abgeben? Huch. Jetzt ist Miss Mümmel ein Stückchen gerutscht. Auch nicht schlecht. Das ist echt gutes Gras. Hilft den armen Yattas, sich zu beruhigen. Yattas müssen eine sehr strenge Ausbildung durchlaufen, um im Kampf verlässlich zu sein. Die härteste Prüfung besteht darin, auch unter Beschuss ruhig zu bleiben. Das hier sind gepolsterte Pfeile. Du kannst testen, wie gut ein Yatta trainiert ist, indem du an ihm vorbeischießt und seine Reaktion beobachtest. Ein gutes Yatta bleibt ruhig. Weniger gut ausgebildete Yattas reagieren manchmal aggressiv. Also sei auf der Hut. Vielleicht musst du eines bewusstlos schlagen, wenn es hinter dir her ist. Vergiss aber auf keinen Fall, es zu loben, wenn es bestanden hat. Okay. Du hast dich um die aggressiven Yattas gekümmert. Traurig, dass es so weit kommen musste. Aber es ist besser so. Ich bin dir für deine Hilfe dankbar. Jetzt weißt du, weshalb wir uns wegen des Schrottplatzes solche Sorgen machen. Oh ja. Da du die Lage hier mit eigenen Augen gesehen hast, könntest du bitte mit dem Yatta-Händler Kajar reden? Wegen unserer aktuellen Probleme verzögert sich eine Lieferung von Yattas an den Jungblut-Clan. Bitte teile ihm keine Einzelheiten über das verschmutzte Wasser mit. Sag ihm nur, dass die Lieferung sich etwas verspätet. Okay, mache ich gerne. Jetzt kümmern wir uns aber noch hier um diese Yattas. Muss ich gerade mal schauen, wie das geht. Wahrscheinlich anvisieren und dann diesen Pfeil hier benutzen. Okay. Pfeil gebunden. Vor lauter Angst vor Fallen, die an ihm vorbeisausen, läuft der Yatta amok. Okay. Jetzt bin ich hier nicht sicher, ob ich da so lange die Yattas beschießen muss, bis ich eins finde, was gut trainiert ist. Schon ein ganzes Weilchen her, seit ich die Quest gemacht habe. Okay, das ist auch wütend geworden. Na, klappt das jetzt hier nicht? Doch. Ah, das ist ein Yatta-Kalb. Da muss ich drauf achten. Jetzt weiß ich gar nicht, ob die, die ich beschossen habe, auch vielleicht Kälber waren. Das sieht doch gut aus, oder? Das Yatta starrt dich ruhig an. Okay, das hat doch geklappt. Wunderbar. Und wir mussten keins K.O. hauen. Das hätte ich auch nur sehr, sehr ungerne gemacht. Da habe ich bewusst jetzt Abstand gehalten. Okay. Gut gemacht. Dann ist für sie ja wohl noch nicht alles zu spät. Okay, jetzt sind wir hier auch fertig auf der Yatta-Weide. Dann würde ich sagen, werden wir in der nächsten Folge hier mal in die Hauptstadt gehen. Da haben wir ja jetzt noch zwei Quests.
eine Nebenquest und eine Hauptquest. Ja, und dann würde ich sagen, ich bedanke mich bei euch vielmals fürs Zusehen und ich hoffe, ihr seid auch in der nächsten Folge wieder mit dabei. Macht's gut!